Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joecraft. Oh mein Gott, was ist das denn? Das ist eine weitere Einsendung und eine Einsendung, die erstmal wow, die erstmal reinhaut vom Aussehen her. Die Frage ist, ob das, was die Einsendung sich selbst im Titel als ihr Motto gegeben hat, auch tatsächlich zutrifft. Denn immerhin tituliert sich diese Einsendung mit Redstone House und wurde gebaut von Sense1WU und schreibt: von mir alleine vor einiger Zeit in der 1.12 gebaut. Sehr interessant, sehr poetisch, aber die Frage ist natürlich, ob das jetzt tatsächlich das ist, was es zu sein scheint. Und ich glaube, den Anschein nach scheint tatsächlich diese Einsendung zu sein, was der Anschein vorgibt zu sein. Und zwar ein Redstone-Haus, oh my lords, und vor allem ein so nice designtes Redstone-Haus. Ich bin beeindruckt, ja, das bin ich. Und bin irritiert. Ja, das bin ich. Weil offenkundig dieses Haus in zweierlei Versionen vorliegt. Und zwar einmal einer... es ist zweimal das gleiche Haus. Okay, ich wollte gerade sagen, das ist... Warum ist das Haus zweimal nebeneinander? Ich frag nicht. Für den Fall der Fälle, dass dieses Haus hier einen Selbstzerstörungsknopf hat, haben wir noch einen zweiten Versuch. Okay, sollte etwas nicht gelingen, können wir die andere Version benutzen. Oder vielleicht gibt uns diese Infotafel Informationen darüber. Wir benötigen eine Keycard und wir benötigen eine Redstone-Fackel. Alles klar. Map gebaut von Sense1WU. Die ganze Redstone-Verkabelung erfolgte ohne jegliche Hilfe. Oder Tutorials von YouTube. Habe alles selber gebaut. Einige Ideen verschiedener Arten von Türen stammen, aber natürlich von YouTube. Denn man kann nicht alles neu erfinden, das stimmt. Achtung, ich habe keinen Spam-Schutz eingebaut, daher alles erst einmal, nur einmal aktivieren, wenn man nicht weiß, ob es sich automatisch wieder schließt. Okay, das linke Haus ist so, wie man es normal auch bauen würde. Beim rechten Haus sind alle Torchkeys markiert. Ah, okay. Entweder kannst du dir erst das linke Haus ansehen und gucken, wie weit du kommst. Okay, ich nehme sofort das rechte Haus. Also Torchkeys für diejenigen von euch, die nicht aus der Generation kommen und wissen, was das ist. Und jetzt habe ich gerade ein bisschen Sorgen, wenn er schreibt, das Haus wurde 1.12 gebaut. Wir befinden uns in Reihenfolge 1.14. Das ist doch schon ein erheblicher Sprung. Keine Ahnung, ob uns das eventuell zu Problemen führt, aber wir schauen mal, was uns erwartet. Torchkeys sind versteckte Mechanismen, die man mit einer Redstone-Fackel aktivieren kann. Und die sind natürlich hier dann gekennzeichnet. Redstone-Fackel auf Wollblock platzieren. Was? Auf Redstone-Fackel auf roten Wolleblock platzieren. Okay, roter Wolleblock bedeutet, da kommt die Redstone-Fackel hin. Wenn es eben einen solchen geheimen Mechanismus gibt. So, Schlüsseleingabe. Oh, da ist schon das erste Problemchen. Ich kriege meinen Schlüssel nicht zurück. Aber die Technik funktioniert, die Hipster-Tür funktioniert. Ich glaube, es ist eine Hipster-Tür. Hallo, ich will meinen Schlüssel zurückhaben. So, Tür funktioniert. Ich gehe mal schnell hier durch, bevor sich die Tür schließt. Das ist eine coole Tür. Tür öffnen. Diese Türen, die nach unten aufgehen, das ist schon älter. Die sind ein bisschen aufwendiger zu bauen. Aber interessant, das Design funktioniert. Nicht schlecht. Das ist doch einige Arbeit, so eine Tür zu bauen. Diese Tür, die nach unten aufgeht. So, dann haben wir hier den Außenbereich. Ich gucke mal, ob es hier noch irgendetwas Nennenswertes gibt, aber nein. Hui, das klingt falsch. Klingt richtig falsch, aber es scheint cool auszusehen. So, was haben wir Schönes? Stell dich auf den Wollblock, wenn du den Knopf drückst. Okay, wahrscheinlich ist das so eine Falle. Ja. Nein, es ist ganz im Gegenteil. Es ist keine Falle, es ist einfach nur krass. Das ist die Prank-Door. Dann ist man doch drin. Oh, wow. Das ist richtig nice, möchte ich mal gerade feststellen. Woo! Ja, das ist wirklich gut gemacht. Ja, wir sehen, hier hatte jemand tatsächlich mit Redstone sehr, sehr viel Spaß gehabt. Und das merkt man auch richtig. Hier haben wir einen Kamin. Ah, siehst du? Oh, wow. Geheimer... Oha. Oha. Bewundern Sie Stereo. So, das ist richtig gut gemacht hier. Das ist eine schöne Sache. Ist das hier der Knopf, um das Ding zu schließen? Nein. Nice. Doch, da ist der Knopf. Wow. Okay. Ohne Sounds finde ich es doch ein bisschen... Ein bisschen Sounds möchte ich haben. Auch wenn das Rauschen nervt. So, also das ist richtig cool gemacht. Ich will mal ganz kurz wissen, ich glaube, das ist tatsächlich ein Geheimgang. Das heißt, in dem Haus wird das wahrscheinlich... Nee. So, seht ihr, so ist das eigentlich. Man packt die Fackel hier hin und dann öffnet sich dieses Ding hier. Ja, cool gemacht. Richtig cool gemacht. Sehr, sehr, sehr cool gemacht. Großen Respekt.
Ah, aber der schließt sich nicht mehr richtig, ne? Ja, gut, das kann sein, dass das eine 1.14. Ja, das sind natürlich jetzt Fehler, die durch die 1.14 kommen. Die müsst ihr verzeihen, Leute. Das ist 1.14 Gedöns. Wir haben noch mehr rote Wolleblöcke. Das ist noch ein roter Wolleblock. Der. Ah, erzeugt uns hier Armor Stands mit Bekleidung. Nice. Also ich glaube, den hätte ich nicht gefunden. Unter der Treppe. Stell dich auf die Schalke-Kiste und öffne sie. Nichts passiert. Ich glaube, normalerweise wäre ich jetzt hier durchgeflogen, in diesem unteren Raum. Okay, hier ist noch ein geheimer Raum. In den wäre ich wahrscheinlich jetzt durchgeflogen. Wie gesagt, 1.12, das kann manche Fehlerchen enthalten. Ich verzeihe das aber absolut, weil die Welt trotzdem mega krass ist, auch auch wenn jetzt diese Fehler drin sind, aber das ist, sieht auch richtig gut aus hier mit der Abzugshaube. Und das ist mega schön gemacht. Hier eine Tür nochmal. Ah, das ist nur so eine einfache Tür. Okay, das geht auch cooler. Ein Abstellraum. Ich versuche jetzt immer überall nach Secrets Ausschau zu halten. Oder nach irgendwelchen Möglichkeiten. Was haben wir hier Schönes? Öffne den Dropper und klicke in eins der neuen Felder. What the shit? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ach du große Neune. Wow. Wie hat er denn das eigentlich gemacht? Das kenne ich gar nicht, diesen Trick. Der ist für mich nochmal komplett neu. Ah, der ist wahrscheinlich fremdbepowert. Okay, diesen Trick mit dem Dropper, den muss ich mal. Das gucken wir uns gleich an. Das scheint wohl der ganz große. Wir haben, glaube ich, das größte Geheimnis gerade gefunden. Oh, wow. Respekt. Also das war erschreckend. Das war. Wow. Und das Gewitter draußen. Das war gerade heftig. Das war richtig heftig. Und das war eine Technik, die ich ehrlich gesagt so noch gar nicht kannte. Das ist Respekt, das wusste ich gar nicht, dass das geht, dass das möglich ist. Aber auch ich habe die Freude, immer wieder neue Sachen zu lernen. Und ich lerne tatsächlich eine Menge neue Sachen. Okay, hier oben gibt es gar nicht mehr so viel zu sehen. Ja, dann nochmal. Also, ich öffne den Dropper und ein Feld reinklicken. Wow. Und das ist richtig heftig, dass mal eben die gesamte Küchenzeile sich verabschiedet. Das ist... Also, echt hochgelobter Respekt an den Erbauer. Das ist schon wirklich krass. Rufen, hochfahren. Respekt. Also das ist richtig, richtig, richtig edel. Ah, so hat er das gemacht. So hat er diese gesamte Küchenzeile gemacht. Er hat jetzt mehrere Aufzugmodule genommen, die auf einmal nach unten fahren. Ah, nicht schlecht. Trotzdem wundert es mich echt. Ich glaube, das ist eine BAT-basierende Technik, ne? Basiert das auf dem BAT-Switch? So ist der fremdbepowert. Also wir sehen, hier ist der Tab, der geht da rein. Ja. Okay, ist fremdbepowert. Interessant. Und das hier ist dann quasi der Knopf, um den Aufzug wieder hochzuholen. Das ist meisterhaft. Das ist richtig meisterhaft. Denn man sieht es dieser Küche gar nicht an, dass die ein Aufzug ist, der nach unten fährt. Stock der Fackel erst auf 1, dann auf 2 drehen, bei jeder Position den Login-Knopf drücken. Okay, 1. 2. 3. 4. Hohoho. Die Tür kenne ich aus dem Redstone-Bunker. Das ist auch das Design. Dass sie sich in beide Richtungen öffnet. Nicht schlecht. Technik. Hier geht es in die Technik. Das ist ein wahres Redstone-Haus. Wow. Ja gut, dann haben wir die großen Einblick in die Technik. Die Türen hat er. Er hat ja selbst geschrieben, dass er die Türen, da hat er YouTube verwendet, wollte ich gerade sagen. Die Türen, so eine Tür zu bauen, ist echt sehr, sehr aufwendig. Da braucht man mehrere Leute, die da lange drüber nachdenken und wissen, was sie tun. Ah, da ist ein Aufzug gewesen. Lol. Süß, ein Mini-Aufzug. Ach, so ein Aufzug ist das. Warte, den muss ich mir nochmal genau angucken, den Aufzug hier. Oh, süß.
Hier wurde schön mit Slimeblock-Technik gearbeitet. Aber sehr gut wurde hier mit Slimeblock-Technik gearbeitet. Auch noch auf einem ganz anderen Niveau, auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Mhm, das gefällt mir sehr, sehr gut. Wir sind jetzt hier im unteren Bereich gelandet. Und das wird wahrscheinlich der Öffner für die Tür hier sein. Ja. Alles ist hier irgendwie versteckt. Das ist richtig cool gemacht. Man hat das Gefühl, dass hier überall Secrets lungen. Ich glaube, hier brauche ich die Keycard. Ja. Oh, süß. Das ist ein sweetes Design. Das Design der Tür ist echt cool. Ah, wie nice ist das denn bitte? Oh, wie nice. Oh mein Gott. Ist ja wirklich süß, die Tür. Oh, wow. Es gibt so ein paar Sachen, die kannte ich echt nicht. Die Tür kannte ich zum Beispiel auch noch nicht. Das geht? Warte mal ganz kurz. Da, wow. Okay, Leute, ich lerne echt gerade eine Menge über Redstone in dieser Welt. Das ist Wahnsinn. Zum Beispiel mit Slimeblöcken habe ich mich in meinem Leben nie so richtig beschäftigt und ich weiß halt nicht, was genau Slimeblöcke können. Aber jetzt bin ich mal echt gespannt. Das geht? Tatsächlich. Okay, das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Okay, das erklärt dann natürlich, wie diese Tür funktioniert. Hübsches Design auf jeden Fall. Oh, jetzt hat sie sich aufgehangen. Nicht aufhängen. Wahrscheinlich, weil ich irgendwie, genau, ich habe Block entfernt. Ich habe irgendwo einen Block entfernt wahrscheinlich und ich habe die Technik kaputt gemacht. Nicht schlimm, trotzdem Tor der Tür. Was haben wir hier? Noch eine größere Tür. Wie öffnet die sich? Okay, unerwartet öffnet die sich. was haben wir hier? Einen Redstone-Fackel auf Pisten setzen, um entsprechend Tür zu öffnen. Nur die linke Tür schließt ab hier automatisch. Okay. Eine sehr witzige Tür, muss ich sagen. Also der Erbauer hat sich hier echt viele lustige Gedanken gemacht. Ja, hier schon wieder so eine Hipster-Tür. Oh, diese Seamless-Tür mit Glas. Das sind sehr, sehr aufwendige Designs. Aber das ist nicht von dem Bauer selber. Das sind Designs von YouTube, die hier nachgebaut sind. Aber sehr schwer zu bauen, solche Dinge. Ich glaube, das ist auch Richtung Mambo Jumbo und so. Die überlegen sich ja solche Türen immer. Nice. Also das ist auf jeden Fall tolle Designs. Noch so eine Tür. Genau, die kennen wir ja schon. Ich mag die Tür. Die gefällt mir richtig gut. Auch die Animation, der sich diese Tür öffnet und schließt, finde ich einfach nur klasse. Süße Tür ist das. Echt eine richtig drollige Tür. Hier haben wir schon wieder einen Keycard-Scanner. Okay, das bedeutet, ich benötige eine Keycard. Die Keycard sollte auch wieder zurück in den Keycard-Scanner kommen. Ne? Ich glaube, so funktioniert er ja. Ja. Oh, das macht Spaß. Und jetzt? Wie? Das war's? Was hat mir das jetzt gebracht? Was? Ich glaube, die Tür funktioniert nicht mehr. Ja, die Tür scheint wohl nicht mehr so richtig zu funktionieren. Reset. Es gibt hier noch wahrscheinlich ein Codeschloss. Ach du meine Güte. Und genau, dann kann man am Ende es schaffen, in den Lootraum zu kommen. Das ist ein guter Lootraum. Also da kommst du allerdings hin, indem du dann diese Rätsel löst. Codeschloss. Okay, verstanden. Ich will mich jetzt gar nicht zu lange damit aufhalten. Was haben wir hier noch Schönes? Hm, so eine Tür. Wieder sind dann hochgebounced. Ah nee, das Design kenne ich ja auch schon. Ha, das ist auch mal wieder ein typisches. Das ist passt zu meiner Sandtür. Oh, das Design ist trotzdem klasse. Das ist klasse gemacht. Die Tür ist richtig nice. Die Tür gefällt mir gut. Eine Tür, die sich selbst wieder zubaut. Ja, nicht schlecht. Überhaupt nicht schlecht. Eine schöne Tür ist das. Oh ja.
Das ist mal eine richtig coole Tür. Also diese Redstone World brilliert vor allem mit einer Auswahl verschiedenster Minecraft-Redstone-Türen, die auf einem anderen Level sind. Ich finde ja solche YouTube-Titel grauenhaft. Eieiei. Krass. Krass, krass, krass. Wir haben noch gar nicht alles gesehen. Dann lass mal wieder zurückgehen in diese Lobby hier. Von hier kamen wir einst. Was haben wir denn hier noch Schönes? Wir haben hier verschiedenste... Ah, das ist eine Braumaschine. Okay. Ich glaube mal, dass die Braumaschine funktioniert. Ist auch nett eingerichtet. Oh, hier komme ich nicht durch. Hier komme ich nicht durch. Hier muss ich erstmal so eine Keykarte vorweisen. Jetzt komme ich hier durch. Ah, sweet. So eine unsichtbare Barrierentür. Ah, schick, schick, schick. Also Baumaschine. Ich vertraue, dass die funktioniert. Stopp, da ist noch was. Was ist hier? Noch eine Tür. Mein Gott, wie viele Geheimgänge dieses Haus hat. Also ich hätte niemals alle Geheimgänge gefunden, glaub mir. Zum Auffüllen der Baumaschine. Okay, verstanden. Was haben wir auf der anderen Seite? Auf der anderen Seite befindet sich ein weiterer Gang nach unten in eine Halle mit, weiß ich nicht, war da noch gerade ein roter Wolleblock? Haltet auch schon nach dem roten Wolleblock. Ich bin gespannt, wie viel ich übersehen haben werde. Haben wir hier Licht. Ja, Licht wäre mal echt gut. Ein bisschen dunkel hier. Ah, ja, yeah, okay. Mhm, aha. Das ist hier so ein bisschen freizeitmäßig eingerichtet. Okay. So, dann fahren wir mal wieder nach oben. Oben haben wir auch noch gar nicht alles gesehen. Und da kamen wir. Oder da müssen wir doch hergekommen sein. Nein, von da sind wir gekommen. Von da. Da waren wir. Da genau, das ist ein Einblick in die Technik, die wir hier noch haben. Was haben wir hier noch Schönes? Hier haben wir noch kleine Türen. Mit Lagerräumen. Okay. Achso, die schließe ich von alleine. Noch ein Lagerraum. Ja. Und noch ein Lagerraum. Ja. Und Werkbank. Süß. Sweet. Ja, einfache Kolbentechnik, die aber begeistern kann. Schickes Bücherregal. Schick gemacht. Nice. Ja, gefällt mir ganz gut. Das ist ein Raum, in dem es sich leben lässt. Und wahrscheinlich kann der Kamin sich auch wieder einklappen, ne? Ja, natürlich. Nein, doch nicht. Mehr nicht? Ist hier nicht mehr hinter? Ah, okay. Ja, dann habe ich, glaube ich, nun alles gesehen von diesem wirklich hübschen Redstone-Haus mit sehr, sehr interessanten Türen. Was mich richtig, also was ich am meisten feiere, ist einmal diese Geschichte hier. Die feiere ich übelst. Das mit dem Dropper kannte ich noch nicht. Das müssen wir nochmal genauer angucken. Genau, das funktioniert. Das ist echt Wahnsinn mit dem Dropper. Das feiere ich übelst. Das sieht richtig geil aus. Und trotzdem, allgemein, das Haus ist auf einem anderen Level. Das müssen wir echt mal sagen. Also, vielen Dank für das Einsenden einer so spannenden Welt. Sensor 1 WU. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Und an dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen. Sage, liebe Leute, macht's gut. Bis bald. Und...